Es gibt Skitouren, das spürt man einfach schon bei der Anreise. Heute wird ein perfekter Tag. Die Sonne scheint, der Schnee ist klasse, die Bedingungen sind einfach super. Der heutige Tag zählt definitiv nicht dazu. Noch kann man Skitouren machen, aber man muss sich immer weiter in die höheren Regionen zurückziehen, wie hier zum Beispiel an den Oberalppass. Von wo wir bei bestem Wetter den Piz Tiarms in Angriff nehmen. Was wird für dich heute die größte Herausforderung sein? Ich hoffe mal nicht das Wetter. Eventuell die nicht vorhandenen Haarscheisen. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Weiter oben könnte es durchaus ziemlich vereist sein. Ich denke tatsächlich, eventuell könnte uns ein bisschen Schneemangel auch noch Probleme bereiten, weil das hier mehr oder weniger ein Südhang ist. Aber dafür ist es deutlich leerer als drüben am Pazola-Stock. Nachdem ich die letzten Male immer so ekelhaft gestollt habe, habe ich jetzt mal meine Felle neu imprägniert. Bin ich mal gespannt, ob das was gebracht hat. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, Tobias, aber uns kommen die ganzen Leute hier mit Pickel entgegen. Ist mir auch schon aufgefallen, ja. Naja. Ich glaube, das sind Lappen. Meinst du, du verfügst über so viel bessere alpinistische Fähigkeiten, dass du das problemlos ohne Pickel schaffst? Ja. Okay, schade, weil ich glaube, ich definitiv nicht. Ich werde dir vom Gipfel berichten. Okay. Ha, Mist. Jetzt sieht es in Richtung Pazola-Stock fast schon besser aus. Mittlerweile gibt es so viele Faktoren, die gegen unseren Gipfelerfolg sprechen, dass ich mir wirklich nicht mehr sicher bin, wie realistisch es ist, dass wir da oben ankommen. Boah, ist jetzt auch noch in den Wolken, wird super. Na gut, der Pazola-Stock selber ist zum Glück dann doch in den Wolken. Das heißt, so schlecht war die Entscheidung jetzt doch nicht. Das ist nur da unten Richtung, wie heißt sie, Maigelshütte, kann das sein? Müsste die Maigelshütte sein, unterhalb vom Piz Cavradi, wo ein bisschen die Sonne hinscheint. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich finde, bei so einem Wetter kommt irgendwie immer so eine ganz merkwürdige Stimmung auf. Man verfällt so in den Trott, achtet gar nicht mehr so sehr auf seine Umgebung, redet nicht mehr so viel. Während man bei Sonnenschein, keine Ahnung, guckt sich ja viel mehr die Umgebung mal an, redet irgendwie viel mehr miteinander. Ist das merkwürdig? Oder ist das bei euch auch so? Würde mich echt mal interessieren. Schreibt es mal in die Kommentare. So, da oben ist das gute Stück. Jetzt auch beinahe wolkenfrei. Aber es geht von der Rückseite tatsächlich drauf hoch. Ja, vielleicht braucht man doch einen Pickel oben. Das Fellewachsen hat sich definitiv gelohnt. Es ist wahrlich eine Wohltat, endlich wieder gleiten zu können. Ich muss sagen, es gefällt mir schon echt gut hier mit den Felsen, mit diesem felsdurchsetzten Gelände. Sieht sehr schön aus. Ja, das ist die Sache mit den Felsen. Da muss man auch mal ganz schnell die Ski ausziehen, um da durchzukommen. Aber gerade das macht ja Spaß. Das war jetzt ja noch nicht das Skidepot, sondern nur ein kurzes Zwischenintermezzo. Und jetzt stellt sich uns natürlich die Frage, wo ist denn jetzt das eigentliche Skidepot? Langsam macht sich auch gut ein Hüngerchen breit. Die größte Herausforderung war wahrscheinlich, erfolgreiche Spitzkehre. Nee. Doch. Ich laufe da jetzt geradeaus hoch. Ich mache keine einzige Kurve mehr. Jetzt machen wir hier unser persönliches Skidepot. Das eigentliche ist zwar da vorne, aber durch die Felsen runterfahren? Nee. Muss nicht sein. Es gibt sogar ein Gipfelbuch. Ein Gipfelbuch, ja, aber warum eigentlich? Das ist jetzt doch nur ein Joch. Nur ein Joch. Hier der Toblerone, Mann.
sonst gehe ich keinen Meter weiter. Also wie motiviert seid ihr noch auf den Gipfel zu gehen? 50-50. Ja. Ich glaube, ich ärgere mich, wenn ich da hochgehe, weil es mega unnötig ist, und ich ärgere mich, wenn ich nicht hochgehe. Ja, man sieht, da oben hängt es richtig schön in der Wolke drin. Egal, wie ich mich entscheide, es wird mich ärgern. Ein klassisches Dilemma. Diese Herausforderung war der kalte Wind an der Gipfelrast, weswegen wir dann auch nicht auf den Gipfel gegangen sind. In Anbetracht des aufziehenden Nebels und des aufkommenden Windes gehen wir runter. Nach oben. Wisst ihr was? Irgendwie habe ich gerade Bock, da jetzt noch mal hoch zu kraxeln. Damit man wenigstens hier noch mal so ein kleines Kraxelelement in der Skitour mit dabei hat. Ja. Über die Kante gewuchtet. Perfekt. Genug Schabernack. Ab geht's nach unten. Hab ihn. Die größte Herausforderung für mich war es eindeutig, den Stock wiederzufinden von der 360-Grad-Kamera. Als ob du den jetzt gerade da gefunden hast. Ja. Wir sind beide einfach vorbeigefahren, Juli. Vom Oberalpass aus sind wir zuerst der Skipiste folgend in Richtung Norden durch leichtes Gelände zur Feli-Lücke aufgestiegen, von welcher wir dann östlich über wenig schwieriges Skigelände in die Wiesenlücke aufgestiegen sind, von wo wir dann letztendlich auch abgefahren sind. Wenn dir das Video gefallen hat, lass doch gerne ein Abo oder einen Daumen nach oben da. Ciao und bis zum nächsten Mal.